Und wie war denn das für Sie? Also ich vermute mal, mit 15 haben Sie sich hoffentlich da schon irgendwie dran gewöhnt, da nicht mehr in der alten Heimat zu sein, sondern in einer neuen, und plötzlich mussten Sie wieder weg. Was hat das in Ihnen ausgelöst? Scheußlich, es war scheußlich. Der Westen war nicht das, was viele sich vorgestellt haben. Es war ja nicht damals der Anschluss der DDR an die Bundesrepublik, sondern es war ein Einzelner, der in eine Gegend kam, mit der er überhaupt nichts anfangen konnte. Für mich war noch das Wort Gezeiten statt Gezeiten üblich. Wusste ich, dass Ebbe und Flut Gezeiten heißt. Wir haben dazu Gezeiten gesagt und kommen nun in eine Gegend, in der man das hat wissen müssen. Und das erste Stück, was mein Deutschlehrer lesen ließ, war von Gorch Fock, Seefahrt tut Not. Dieser Roman besteht zu 75% aus Finkenwerder Platt. Und daran musste ich mich gewöhnen. Ich habe mich daran gewöhnt. Die Rede des Landrats zu meinem Abitur war eine halbe Stunde in plattdeutscher Sprache. Das war damals noch üblich. Ich kam also in eine Gegend, von deren Sprache und Kultur ich natürlich nichts verstand. Dass ich sie lieben gelernt habe, ist was anderes. Ich lebe heute ausgesprochen gerne dort, mag das Plattdeutsche, kann es fließend lesen. Aber zunächst war es scheußlich. Und eingelebt im Westen habe ich mich erst nach dem Abitur im Studium. Ja, und beschreiben Sie doch mal, wo kamen Sie dahin mit Ihrer Mutter? Also Sie sind über West-Berlin, das war ja damals noch relativ unproblematisch möglich vor Mauerbau, ne? Und dann hatten Sie eine Kontaktadresse. Wie sollte es da weitergehen? Was war das Szenario und was hatte man sich da vorgenommen? Meine Mutter bekam eine Stelle an dieser niedersächsischen Heimschule Beda-Kesa, was grauenhaft ist, wenn die Mutter in derselben Schule arbeitet. Fürchterlich. Und ich wohnte in diesem Internat. Meine Mutter ging dann glücklicherweise woanders hin und ich wohnte immer noch in diesem Internat, habe mich dann gut eingelebt. Und wie das zu dieser Zeit war, ich war nicht gut in Sport, also musste ich sehen, dass ich irgendwo Fuß fasste. Und nun ja, einige in der Klasse hatten beschlossen, mich unter den Tisch zu trinken und das ist nicht gelungen. Einen Fingerhut mehr habe ich vertragen und damit war meine Position in der Schule gefestigt. Ich brauchte es nicht ein zweites Mal zu beweisen, das nur zu dem Thema Alkohol auch in den 50er Jahren. Und wie war das ansonsten, in so einem Internat anzukommen, also dann auch wieder als Fremder? Ja, ich bin letzten Endes mit 16 Jahren aus der Familie raus, nicht? Und Eingewöhnung in das Internat, in eine ganz andere Umgebung. Es ist viel verlangt und wenn man es geschafft hat, sagt man hinterher, okay, ich habe es geschafft. Man hätte aber auch ganz gut untergehen können bei solchen Dingen.